Einen wunderschönen guten Hallo, meine lieben kleinen Freunde hier auf YouTube und herzlich willkommen zu einem weiteren. Oh, Moment, da fehlt doch was. Völkchen Minecraft Mage. Zweite Folge, wir haben vorhin gestreamt. Leider seitdem konnte ich nicht mehr auf den Server. Leichte Box, aber jetzt müsste es eigentlich funktionieren. Und damit habt ihr doch noch eine tagesaktuell produzierte Folge. Wie gesagt, wir haben vorhin gestreamt, das war relativ erfolgreich. Wir haben Ausrüstung für die ersten paar Leute geholt. Ja, Moment. Sound resumed. Ja, sogar Mage aufnehmen. Willst du von mir gekillt werden? Dann komm online. Ich bin mitten in der Mage-Folge. Hi, Blauli. Bist du eiskalt dabei? Nicht. Hallo, Test jetzt. Hallo. Mitten in der Mage-Folge. Warum nimmst du einfach Mage auf fies? Warum nimmst du einfach... Das ist nicht erlaubt. Ich bin nicht Blauli. Ich mach dich noch früh genug platt. Wart's mal ab. Ja, du machst mich platt. Jetzt ein bisschen Trash-Talk hier. Von welcher Stadt? Welche Stadt warst du nochmal? Die Kackbraune oder wie hieß die? Die super coolen Gelben, wo die Leute jetzt schon in den Chat schreiben, statt unfähig. Ich weiß gar nicht warum. Das ist, also ich habe sehr viel Negatives über eure Stadt gehört. Fies. Also im Endeffekt einmal das Wort Early Boy, das hat schon gereicht. Die Leute sind sehr, sehr traurig. Jetzt mal, jetzt, wo wir da gerade zusammensitzen, sind sehr, sehr traurig, dass wir nicht zusammen in einer Stadt sind. Ja, es gibt ich ja sollte immer die doch Möglichkeit, dich gegen Early Boy austauschen, hat man geschrieben. Also es gibt immer die Möglichkeit für dich, dass du hingehst aber und eine Katze illegalerweise unterstützt. Das ist ja, also du kannst jederzeit deine Leute verraten. Ich bin dafür alles offen, gell? Ich bezahle dich dafür. Das ist alles gut. Oh, das heben wir uns vielleicht mal für später auf, aber die Idee finde ich lustig. So mittendrin so. Fight gegen Early und mittendrin dann auf einmal so Blauli dreht sich um und killt Early. Und da ist eine böse Katze, die mich killen will. Aber ansonsten kann man nur auch mal deinen Leuten sagen, also wir haben uns das nur zum Teil ausgesucht, wer mit wem in einer Stadt ist. Wir konnten das am Anfang also ein bisschen differenziert. Nur, Basti wollte gerne mit mir und Basti wollte auch gerne mit Max. Und dann waren wir schon drei Leute und dann ging es halt nicht, dass Katze noch mit seinen Leuten, die mit denen er gerne zusammen aufnehmen wollte. Das hat halt einfach nicht gepasst. Außerdem haben wir ja genug andere Projekte miteinander. Ja, haben wir. Oh Gott. Und wir kriegen auch eine Menge Schaden von irgendwas, was ich nicht verstehe. Also Early wurde zweimal vom Blitz getötet. Oh, von der Seele wurde ich gerade umgebracht. Ja, schön. Wie kann mich denn eine Seele töten? Ach, das Viech hat mich gekillt. Ja, dann bist du jetzt des Todes. So. Und da klingelt's bei mir. Warte mal kurz. Ich muss mich kurz verbuddeln. Und muss kurz... Ey, das ist die volle Chaosfolge. Moment. Ich passe drauf auf, dass deine Leute nicht langweilig wird. Ja, mach mal kurz. So, hallo, während Katze jetzt gerade zur Tür geht und wahrscheinlich kriegt er Essen oder sonst irgendwas, ihr kennt das schon, könnt ihr euch mit mir unterhalten und es ist sehr schade, dass Katze nicht mit mir in einer Stadt ist und ich bin sehr gespannt, wie gut diese komische Stadt ist, diese, was ist der denn, Pink, glaube ich, Stadt Pink wir oder so. Wir sind Stadt Blau, du Arsch. Pink, ihr seid Pink und ich hoffe sehr, Blau. Wir sind mitten in einer Mage-Folge und ich kann ja nicht vom Server währenddessen. Das hat jetzt doch noch geklappt. Nee, passt ja. Ich habe ja gefragt. Nisch ist jetzt gerade reingetackelt. Nisch, hallo Nisch. Hallo Nisch, sagt Blauli. Hallo. Was macht der denn beide? Dann können wir ja gleich gar nicht aufnehmen, fies. Wie, wir können gleich... Nee, wir können gleich... Oh, das ist ein interessanter Gegner. Der war jetzt nicht unbedingt auf meiner To-Do-Liste, der Gegner. Hilfe. Ja, also wir sind hier heute sehr gut dabei. Ich bin übel verwirrt, weil ich hatte heute eigentlich den ganzen Tag über schon Stress. Ich bin seit 7 Uhr eigentlich auf dem Bein, so. Ja, ich auch, obwohl ich um 3 Uhr erst im Bett war, so. Oh, ich muss den jetzt angreifen. Geht nicht anders. Oh, bitte seid tötbar. Oh, er ist tötbar. Enchantetes Zeug, Blauli. Katze, ja. hast du schon einen, also ich traue mich gar nicht zu fragen, aber schon einen Wurfstern aus Papier? Nee, aber ein Reapier bedeutet jegliche Rüstung von dir ist unwirksam gegenüber mir. Ja, aber nicht jegliche, wenn man zum Beispiel Blood Magic Rüstung hat, oder? Ach, ich ignoriere jegliche Rüstungswerte mit meinem Geschwert. Ja, aber ein Shield zum Beispiel kannst du da nicht, oder? Ich ignoriere jegliche Rüstungswerte. Ja, aber du kannst ja jetzt nicht sagen, es gibt eine Waffe, da ist ein scheißegal, was du an Magie hast, wenn die Waffe dich dann trotzdem one-hittet. Doch, kann ich dir sagen. Aber fies. Die one-hittet dich zwar nicht, aber du bist des Todes, wenn du mir in die Quere kommst. Du hast jederzeit die Möglichkeit dazu, gell? Kannst ja jetzt kurz online kommen. Ja, nee, dann müsste ich aber eine Aufnahme starten. Das ist, ja, das stimmt. Das müsstest du wohl. Du hast weißt ja nicht, wie lange deine Folge schon läuft und so. Und das macht halt. Das ist eine sehr gute Frage. Wie und vor allen Folge Dingen geht. Hast du halt Minuten. Schon 2 Stunden gestreamt. Du bist über 2,5 Stunden mir im Vorteil. Das ist voll unfair. Ich habe heute in einem Stream wenig für mich gemacht. Ich habe eigentlich größtenteils für die Leute aus dem Team gefarmt.
Weil die alle ja weg sind, da wo du auch gerade eigentlich sein müsstest. Warum du wieder da bist, weiß ich ja gar nicht. Es gab nur den Abend, für heute war noch gar nichts geplant. Ja, aber das ist, wie kommst du so schnell wieder nach Hause? Mit dem Auto. Mit dem Auto. Weißt du, das klingt sehr konstruiert, findest du nicht auch? Nein, ich bin halt gestern weil ich bin halt nicht so ein Typ, der halt die Nächte durchmacht. Ich bin halt um 2 Uhr gegangen. Ne? War dann auch Ende. Oh, hi, ich habe die Felder kaputt gemacht, so wie es aussieht. Sind die immer noch hinter mir her? Sind sie. Alter, 2 Christinas auf 5 Uhr, auf 12 Uhr. Schlimm. Oh. Warum Christina? Und ein Screenlag. Nein! Das ist sehr gut. Ich hoffe, du stirbst nochmal. Ja, nee, ich hoffe nicht. Obwohl war das gerade ein. Also ich hoffe sehr, dass auch Mobkill später dazu führt, dass man Zeit verliert und nicht nur PvP-Kills. So heißt es im Regelwerk schon, wurde mir sogar mitgeteilt. Ja, ne? Es ist PvE-Kills auch. Ja, aber in Discord wurde ja was ganz anderes gestatet. Das war das hat aber nur irgendwer gesagt, der Halbwahrheiten wusste. Das hat Debitor gesagt. Der wusste halt nur Halbwahrheiten. Nein, Debitor hat das nicht gesagt. Na klar. Okay, Logisch. Das lese ich gleich nochmal nach. Hey, da ist noch eine Mini-Katze. Oh, da ist eine Mini-Katze. Muss ich die Katze töten? Wird mir das verziehen, wenn ich dich umbringe? Das ist gerade die Frage. Ich meine, eigentlich bin ich ja die einzige Katze. Also schon legit. Oh, hi, was geht? Tschüss. Hallo. Der war knuffig. Dem hat seinem Schild natürlich auch viel geholfen. Hallo, kleine Katze. Ja, ich muss dich jetzt umbringen. So, bin die einzige Katze. Bin jetzt legit die einzige Katze. Eieieiei. Ich glaube, Leute, heute wird das eine kürzere Folge, weil ich kann gar nicht mehr. Ich kann mich nicht mal mehr dran erinnern, was ich eigentlich wirklich tun wollte. Hey, das ist eine Mietekatze. War das die Katze, die nachher böse wird? Demon Cat, ja, ist die Katze, die nachher böse wird. Dann musst du auch sterben. Fies. Ist der Fall. Weißt du, jetzt kommt hier extra jemand von der anderen Seite der Welt her gefahren. Und ich sitze, da ankommt in der Aufnahme. So typisch. Ich finde übrigens sehr, sehr schön, dass die Mechanik eingeführt haben, dass der Rapier so gut wie keinen Schadensverlust hat, wenn man spammt. Und dadurch, echt? Dass der, und das Schöne ist halt, das bedeutet im Endeffekt, ich muss 10 Mal auf dich klicken und du bist safe down. Oder 20 Mal, glaub. Weil selbst wenn ich dir jedes Mal nur einen Schaden mache, ignoriert er deine Rüstung. You understand my say? Ja, aber ich finde das fies. You can't understand it. Wieso ist das fies? Das klingt sehr konstruiert, dass du das fies. Ja, aber das ist ein Magie-Pack. Wieso gibt's jetzt doch wieder Technik und sowas? Ist doch keine Technik. Naja, schon irgendwie. Nichts mit Magie zu tun. Gar nichts. Hä, was? Ich kann das noch verzaubern. Das ist kein Problem. Dann bist du wirklich One-Hit. Wenn du dich jetzt beschwerst, dass es keine Magie gibt, ey. Ja, nein, das ist aber doch kein. Ja, aber der Rapier ist doch. Jetzt mal. Ist von Tinkers. Ja, ist eine ganz normale Waffenschmelze. Ja, ich weiß. Bin ich doof. Aber ist das Magie? Warte, was? Wo Tinkers Magie ist? Ja. Ich weiß nicht. Wie oft gehst du eigentlich sonst so durch die Gegend und schmeißt da 5 Diamanten auf irgendeinen Gegenstand und dadurch wird der besser? Danke fürs Gespräch. Schon mal einen Ring gehabt? Ja. Wenn du einer Frau einen Ring gibst ohne Diamant, ist nicht so gut. Mit Diamant ist besser. Also möchtest du mir gerade erzählen, dass ich dir einen Diamantring schenken soll? Oder was ist jetzt deine Idee dahinter? Frag doch einfach nicht so was Doofes. Wie? Ich suche nur. Aber es ist so, du sagst es, ja, schmeiß auf irgendwas Diamantding da drauf und dann wird's besser. Ja, Diamantring. Hast du in letzter Zeit mal darüber nachgedacht, vielleicht nachzudenken? Und was sagst du? Ist noch okay? Ja, alles gut. Alles gut, okay. Nisch war doch einer von denen, der den Katzenkorb mit umgebaut hat. Und der ist jetzt zum ersten Mal, seitdem umgebaut wurde, wieder hier. Einfach so? Fies? Nee, wir hatten da einen großen Bergsperrmüll, den wir herausgestellt haben. Den hast du auch gesehen. Genau. Und der muss ja noch vor. Und da gab es heute intern in der Familie ein kleines Problemchen mit der Kommunikation. Und dementsprechend sind mir die Leute so stark auf die Nerven gegangen, sage ich jetzt mal freundlich. Also war eher so nach dem Motto, wir werfen jetzt mit Autos, dass Katze sich da gegönnt hat, dann doch die Notbremse zu ziehen. Da ist nichts mehr drin, da ist nichts mehr drin, da ist nur noch Gunpowder drin. Aber warum nimmt man das Gunpowder denn nicht mit? Das ist nicht nett. Geht's hier noch weiter runter? Nein, geht nicht weiter runter. Wir müssen trotzdem weiter erkunden gehen. Habt ihr denn wenigstens schon Slimeslings und sowas gemacht, Blauli? Ich hab's in deinem Stream gesehen, aber Katze, ich hab gerade mal eine halbe Stunde gespielt, nicht mal.
Ja, also ich habe die Slimeslings ja innerhalb von den ersten 30 Minuten, wenn man es so will. Du hast gestreamt, ja. Die ersten 15 Minuten Streamtime, da hatte ich die Slimeslings. Ja, wir haben auch eine Slime-Insel, also das ist jetzt nicht so, als wenn ich da nicht dran käme. Ja, aber Basti hat doch gestern gestreamt, der hat euch doch bestimmt allen schon so eine Slimesling gemacht. Ich weiß es doch nicht, wie soll ich das rausfinden? Wie, ich du weißt nicht, es ja. nicht. Du bist sehr uninformiert, habe ich das Gefühl. Und du bist ein Arsch. Es ist, Blauli, also du bist schon, von der Skala von 1 bis 23 bist du dermaßen uninformiert, das gibt's ja gar nicht. Ja, das ist schlimm, ne? Vor allem, wenn man die ganze Zeit nicht da war. Das ist sowieso, weißt du, als YouTuber hast du zwei Möglichkeiten. Entweder du hast ein Leben und machst kein YouTube oder du machst YouTube. Und du hast dich wohl fürs andere entschieden. Das finde ich nicht so gut. Oh. Aber es war ein YouTube-Event. Fies. Es war ein YouTube-Event? Weißt du, das klingt schon wieder sehr konstruiert, Blaulie. Ich frage es eher, warum du nicht da warst. Weil ich heute streamen musste. Und das war wichtiger als das Treffen dort. Wow. Und weil dann eine Bankkarte hin 300 Euro gekostet hätte. Ja, nicht, wenn du sie schon vor 3 Jahren gekauft hättest. Ja, wenn ich sie vor 3 Jahren gekauft hätte, dann nicht. Da hast du recht, Sherlock Blaulie. Du? Aber vor 3 Jahren habe ich noch nicht damit gerechnet, dass ich an diesem speziellen Datum dorthin muss. Ach, ist immer das Gleiche mit dir. Ausreden finden kannst du am besten. Findest du? Mhm. Das ist doch wenigstens mal ein guter Charakterzug an mir, oder? Wie genau funktioniert das dann eigentlich? Welche Ausreden von mir willst du mir dann abkaufen für die ersten 3 PvP-Kämpfe gegen mich, die du verlierst? Ich werde einfach nicht gegen dich kämpfen, sondern verrudeln. Das ist schön, dass du das wählen. Ach nee, kannst du gar nicht wählen. Das ist vor allem, wenn ich weiß, wo deine Zeitfenster liegen, gell? Also ich könnte eigentlich voll fies sein und dich die ganze Zeit hunten. Das ist fies. Das ist super fies und ich glaube auch nicht, dass ich das mache. Ich glaube, ich hunte Early. Das ist oder okay. Ich nehme so eine Folge zusammen mit Early auf, wir machen so 15 Minuten, machen wir irgendwas Gemeinschaftliches, irgendwie Adventuren oder so und ganz am Ende drehe ich mich um und kill Early. Aber Early will ja auch nur 15 Minuten Folgen machen und so, das ist ihm alles. Ja, aber 15-Minuten-Folgen sind ja, mache ich ja auch jetzt zum Beispiel. Gut, gerade ist es jetzt eine 12-Minuten-Folge, aber Leute, diese Folge ist auch schon fast wieder am Ende. Dementsprechend darf ich jetzt nicht die Abmod verkacken und den Weg nach Hause. Also Abmod-technisch habe ich nämlich das Problem, ich hätte euch jetzt gerade fast die Catrion-Abmod gegeben. Cool. Das ist nicht besonders gut. Oh, warte, da vorne ist noch was, das wollen wir holen. Es klingt, guck mal einer an. Was singst du denn jetzt für ein Greifen? Cool. So. Das ist ein cooler Greif. Wir finden coole Dinge, ne? Ja, das gibt wirklich cooles Zeug. Da geht's hoch. Und hier geht's nicht weiter, weil Blauli doof ist. Ja, fies. Ja, ich bleib bei fies. Ja, kauft Fies-Merch. Kauft Fies-Merch, sagt er, okay. Und Katzen-Merch. Katzen-Merch auch noch. Allen Merch. Darf man Katzen-Merch überhaupt kaufen? Weiß nicht. Hast du Katzenmerch? Ich habe Katzenmerch, ja. Ich glaube schon, dass ich welchen habe. Ey, entweder habe ich da gerade einen Greifen neben mir oder einen Drachen. Okay, ist der Greif. Okay, da gibt's nichts Cooles gerade. Ist dann halt so. Aber, meine sehr verehrten Damen, Tiere, Menschen und Doktoren, ich düse jetzt noch so schnell wie möglich nach Hause. Ich muss ja das Ausloggen auch noch mit aufnehmen. Ich entschuldige mich für jegliche Flugzeuggeräusche. Die sind sonntags einfach auch nicht still. Das ist echt schlimm. Und ja, liebe Menschen, schaut auf jeden Fall mal in der Videobeschreibung vorbei. Da sind die ganzen anderen Leute von Mage drinnen. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, schaut ihr noch den Stream nach. Gebt mal Baloo ein paar Tipps, damit er auch eine Chance hat, weil der hat wirklich mit seinem Team Mage Early Boy die Arschkarte gezogen. Den anderen will ich gar nicht unterstellen, dass die nichts Gutes sind, aber mit Early, eieiei. Also sagen wir es so, ich hatte schon Postboten, die waren auf technischer Hinsicht besser als Early. Ja. So, ich müsste hier, glaube ich, nur noch 2-3 Mal die Slingshot verwenden und dann sind wir zu Hause. Sieht das nach Katzes Zuhause da vorne aus? Das sieht doch nach Katzes Zuhause aus. Da ist unsere Slime-Insel. So, der letzte Boost rüber. Und gib ihm. Und übers Wasser und zack. So, wir sind zu Hause, Leute. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und bis dahin erst einmal. Ciao. Tschüss.